So, meine lieben Freunde, es regnet, es ist Sonntag, morgen ist Montag und ein Feiertag. Und wer in meinen Rückspiegel erblicken kann, wird merken, dass ich von einem roten Motorrad verfolgt werde. Und heute bin ich unterwegs, über Nacht, mit Sarah's Bike Life. Wer sie kennt, auf Instagram einfach mal vorbeischauen und followen. Und wir fahren unter anderem die legendäre Rossfeldstraße, auf der ich schon mal war, auf der es auch schon mal ein Video bei schönem Wetter gibt. Wir wollten heute jetzt halt über Leogang nach Saalfelden fahren, von Saalfelden nach Bischofshofen und dann weiter zum Hallstätter See nach Hallstatt, von dort nach Salzburg. So, in der Nähe übernachten wir, dann geht's morgen zur Rossfeldstraße und wenn das Wetter noch alles mitspielt und wir noch sitzen können, über den Gerolspass zum Aachensee und von dort nach Hause, also lange Tour, ungefähr 800 Kilometer, ein bisschen mehr. Schauen wir mal, was so kommt. Morgen soll es wieder sonnig werden. Ich wünsche euch viel Spaß, haut rein und meine Freunde, jetzt nach einigen kurvigen Strecken und immer noch trockenem Wetter haben wir es geschafft. Wir nähern uns Hallstatt. Ich wollte unbedingt mal in diese Stadt, weil ich da immer ziemlich geile Fotos gesehen habe. Hier gibt es schon mal den ersten Blick. Oh. Ich sehe gerade, mein Navi sagt, hier rechts gäbe es einen Fotopunkt. Hier kann man anscheinend irgendwo hochgehen. Deswegen halten wir im Frieren. Geschafft. Ja, wir umrunden den See nämlich einmal. Wir fahren quasi durch die Stadt durch und dann da drüben in das Tal weiter. Ich möchte nach Hallstatt rein und wie zum Teufel komme ich da rein? Kommen wir mal, dann sehen wir schon. Wir befinden uns jetzt auf der Postalmstraße, eine Mautstraße, die in 3,5 Kilometer ungefähr kommt da die Mautstelle. Und ich bin mal sehr gespannt, wie die Straße so ist. Am Anfang kommen, glaube ich, ein paar Serpentinen. Und jetzt ist das Wetter auch wieder super. Kommst du dann nicht weit. Da musst du drücken ohne Ende. Also die Kurve, die Linkskurven kann man so fahren, aber die Rechtskurven ist eigentlich fast, naja, also für den normalen Fahrer fast unmöglich. Wo ist der Berg? Da. Nein. Wo ist der Berg? Wo
Das war, wo wir dann waren und den Kaffee gemacht haben. Dann jetzt hier die gelbe Straße hier. Dann, das war noch die Straße, wo so schönes Tal rausgefahren. Dann den See, dann sind wir quasi hier so einmal eine Seehung. Jetzt genau, jetzt sind wir Strobis, jetzt quasi hier, das ist die Post an. Und jetzt fahren wir quasi das Gelbe, fahren hier dann die weiße Straße, weiß, dann diese grüne nochmal im See. Dann sind wir jetzt von da einmal so. Genau. Und es ist in dem Fall auch ganz hilfreich. Wir sind jetzt links, ist Hallein, also wir sind rechts von Hallein und weiter vorne im Tal kommt dann Salzburg. Wir machen jetzt noch so einen kleinen Abzwicker zum Krispel und zum Wiestal-Stausee und sind dann so in anderthalb Stunden ungefähr bei unserer Übernachtungsmöglichkeit. Und ganz links von uns, das sieht man natürlich jetzt nicht auf der GoPro, da ist die Rossfeldstraße zu sehen sogar. Also da gibt es so ein Kammstück und das ist die Rossfeldstraße und das sieht man von hier. Da werden wir morgen fahren und ich bin sehr gespannt drauf und freue mich auch schon. Wir sind jetzt in Salzburg angekommen, haben jetzt alle Nebenstraßen mitgenommen, die wir so gefunden haben. Und ab hier geht es jetzt nur noch über, naja nicht ganz, aber mehr oder weniger über normale Straßen zur Unterkunft. Fürstenbrunn, was ist das für eine Straße hier? Stand einfach ein Schild, die Fahrt nach Deutschland, lol, ist erschwert möglich. Wieso schreibt man nicht hin, einfach steile Straße, die Ottos. Dass da ein Wohnmobilbus vielleicht nicht unbedingt hochkommt, ist ja klar, aber, oder nicht hochkommt, ohne alles aufzuhalten. Aber so ein Schild. Naja, auf jeden Fall beende ich das Video an dieser Stelle. Auf jeden Fall geiler Tag heute. Für mich auch, was das Kurvenfahren belangt, Fortschritte gemacht. Und mit dem neuen Reifen, den ich drauf habe, ich habe ja seit Donnerstag einen neuen Reifen drauf. Conti Road Attack Evo 2. Muss man ein bisschen konzentrieren hier. Super geiler Reifen. Der fällt quasi in die Kurve, weil er eine andere Form hat, einen anderen Shape. Witzige Straße hier auf jeden Fall, muss man sich merken. Und an dieser Stelle, wie gesagt, verabschiede ich mich jetzt. Ich fahre jetzt noch schön die Kurven sicher nach Hause, in Anführungszeichen. Und wir sehen uns morgen wieder.